Heute schauen wir uns die Schlacht um Norvrand an. Die Schlacht um Norvrand war ein Hauptszenario Dungeon aus Patch 5.3 aus Final Fantasy XIV Shadowbringers und liegt somit schon ein paar Patches zurück. Aber da einer meiner mittlerweile über 600 liebgewonnenen Subscriber um einen Guide gebeten hat, will ich der Bitte natürlich nachkommen. Solltet ihr noch andere Wünsche haben, bis Endwalker habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Zum Trash gibt's hier nicht viel zu sagen. Ein Haufen AOEs und ein paar coole Bekannte aus euren bisherigen Abenteuern, die euch zur Seite stehen. Aber ansonsten fokussieren wir uns heute nur auf die drei Bosse, Timestamps sind wie immer in der Beschreibung. Der erste Boss ist der Phantom-Dieb. Er startet mit Phantom-Triple, ein Dreifach-Tankbuster. Mit Schilden und Heilungen ist das recht gut zu überstehen. Danach castet der Sprint. Nach Ende des Casts erscheint ein recht großer kreisrunder AOE sowie 6 grüne Kugeln um den Boss. Und ein Pfeilmarker irgendwo auf dem Feld. Die grünen Kugeln verschwinden nacheinander. Und kurz bevor die letzte verschwindet, verschiebt sich der AOE dorthin, wo der Pfeilmarker liegt. Und geht dann mit der letzten grünen Kugel hoch. Der Marker bildet hierbei den Mittelpunkt des AOEs. Ihr müsst also nicht Abstand zum Boss, sondern zum Pfeilmarker nehmen. Phantomventose teilt gruppenweiten Schaden aus, trifft also die gesamte Gruppe. Als nächstes markiert der Boss jeden Spieler mit einem kreisrunden Tagmark, welches einzeln genommen werden sollte. Gleich danach castet der Hühnermesserwurf und spawnt somit 4 unverwundbare Adds auf dem Feld. Diese Adds schießen allesamt Linien-AOEs in Richtung verschiedener Spieler, welchen ausgewichen werden muss. Währenddessen castet der Boss Schattenspaltungssprint. Hierbei erscheint ein großer Linien-AOE von der einen Spielfeldseite zur anderen, sowie seine grünen Orbs rund um ihn herum und diesmal allerdings 2 Pfeilmarker irgendwo auf dem Feld. Ihr könnt es euch denken, bevor der letzte Orb verschwindet, verschiebt und dupliziert sich der Linien-AOE auf die Pfeilmarker, wobei die Pfeilmarker wieder die Mittellinie des AOEs bilden. Positioniert euch also so, dass ihr ausreichend Abstand von den Pfeilmarkern nehmt, um nicht von den AOEs getroffen zu werden. Von hier an wiederholen sich seine Mechaniken über seinen Dreifach-Tankbuster und den Hühnermesserwurf, sowie seinen Schattenspaltungssprint, bei welchem er zwischen den Kreisrunden und den Linien-AOEs wechselt. Denkt dran, dass er von nun an stets 2 Pfeilmarker platziert und ihr somit stets 2 repositionierten AOEs ausweichen müsst. Und das sollte kein Problem darstellen. Der nächste Boss ist die Phantom-Nekromantin. Sie startet mit Absolutes Negra, einem riesigen Kegel-AOE in eine zufällige Richtung. Mit Nekromantie spawnt sie 4 kreisrunde Flächen auf dem Feld, aus denen Zombies aufsteigen, welche sich dann je mit einem Spieler verbinden und ihn verfolgen. Nach einer kurzen Zeit fallen die Zombies von alleine um und gehen dann an der Stelle, an der sie umgefallen sind, in einem kleinen kreisrunden AOE hoch. Legt sie also entweder alle auf einer Stelle ab oder stellt sicher, dass ihr euch von jedem Zombie entfernt, sobald er umgefallen ist. Während die Zombies hinter euch herlaufen, castet der Boss mit verseuchte Finger seinen Tankbuster. Healer sollten also beim Positionieren der Zombies auch stets ein Auge auf die LP ihres Tanks halten. Danach schmeißt sie 5 zufällig angeordnete kreisrunde AOEs auf das Feld, welche Pfützen hinterlassen. Von diesen wollen wir uns fernhalten, um Blutungsschaden zu vermeiden. Mit der nächsten Nekromantie spawnt sie nun wieder 4 Zombies. Diesmal laufen sie allerdings nicht aufrecht, sondern kriechen euch hinterher. Sobald sie euch erreichen, bleibt ihr auf der Stelle bewegungsunfähig stehen. Gleichzeitig erscheint ein rotes Tagmark über jedem Spieler, welches nach ihrem Cast, Nekro-Explosion und kreisrunden AOEs auf jedem Spieler hochgeht. Schaut also, dass ihr euch aufteilt, bevor die Zombies euch lahmlegen, um den Schaden einzeln zu nehmen und nicht zu überlappen. Anschließend castet sie Chaossturm, welcher gruppenweiten Schaden austeilt. Bei ihrer nächsten Nekromantie spawnt sie nun nacheinander 4 aufrecht laufende Zombies und 4 kriechende. Schaut also, dass ihr euch von den laufenden Zombies und deren kreisrunden AOEs fernhaltet, sobald sie umgefallen sind. Und dass ihr in dem Moment, wo die kriechenden Zombies euch lahmlegen, nicht zu nah an einem Gruppenmitglied steht. Und ihr seid good to go. Von hier an wiederholen sich ihre Mechaniken mit wechselnden Zombies, bis sie umfällt. Der Endboss ist nun der Berserker, das Lichtphantom. Er startet mit animalischer Zorn, welcher neben gruppenweiten Schaden auch das Spielfeld verkleinert. Haltet euch hier von den schimmernden Flächen fern, um Blutungsschaden zu vermeiden. Danach folgt bestialischer Schmerz, ein Stackmark auf einem Spieler, welches mit so vielen Spielern wie möglich geteilt werden muss. Außerdem verteilt er damit erhöhte Magieverwundbarkeit auf jeden Spieler, der den Schaden mitgeteilt hat. Danach gibt's mit animalischer Zorn wieder gruppenweiten Schaden, bevor er mit bestialischer Zorn einen blauen kreisrunden AOE auf dem Feld platziert, in welchem ihr zwar nicht drinstehen wollt, aber auch nicht zu weit davon weg sein wollt. Denn in dem Moment, wo ihr hochgeht, pusht ihr euch ebenfalls auf dem Feld zurück. Positioniert euch also so, dass ihr in eine der Ecken gepusht werdet, die nicht von dem schimmernden Rand bedeckt ist. Bestialischer Zorn hinterlässt außerdem an der Stelle, wo er eingeschlagen ist, einen Krater. Steht ihr in dem Krater, tickt ein Debuff hoch. Sobald dieser Debuff 8 Stacks erreicht hat, lauft ihr unkontrolliert über die Plattform. Davon halten wir uns also erstmal fern.
Kurz nachdem er den Krater platziert hat, verteilt er große kreisrunde Tagmarks auf alle vier Spieler, welche einzeln und fernab voneinander genommen werden sollten. Diese Tagmarks hinterlassen außerdem Geröll auf dem Feld, welches für den nächsten bestialischen Schmerz wichtig wird. Dieser folgt gleich darauf und markiert nun jeden Spieler mit einem Stagmark, welche nacheinander auf dem jeweiligen Spieler hochgehen. Da er mit jedem Schlag einen Magieverwundbarkeits-Debuff austeilt, ist es nicht ratsam, diese Stagmarks miteinander zu teilen. Daher teilt nun jeder Spieler sein Stagmark mit dem Geröll, welches beim vorherigen großen Kreis AOE platziert wurde. Er springt hier zu jedem Spieler einzeln, bevor der Kampf weitergeht. Danach castet er mit bestialischer Raserei einen flächendeckenden One-Hit-KO-AOE. Um diesem auszuweichen, müsst ihr euch in dem vorher platzierten Krater verstecken. Bedenkt dabei, nicht zu früh in den Krater zu laufen, da ihr sonst nach Erreichen der 8 Stacks komplett planlos über das Feld spaziert. Habt ihr das überstanden, folgt mit tobsüchtiger Sichelschnitt eine Reihe von extrem starken Linien-AOEs in seine jeweilige Blickrichtung. Ihr dreht sich hierbei bei jedem Schlag in die Richtung eines zufälligen Spielers. Positioniert euch also nach jedem Hit so, dass ihr nicht in seiner direkten Blickrichtung steht. Von hier an habt ihr alles gesehen. Er wiederholt seine Mechaniken und haut dabei zusätzliche Krater in den Boden, um euch das Ausweichen zu erschweren, bis er umfällt. Das war mein Guide für die Schlacht von Norvrand in Final Fantasy XIV Shadowbringers. Hoffe, ich konnte euch helfen und wir hören uns im nächsten Guide wieder. Bis dahin, ciao.